Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Video-Tutorial. Es richtet sich an alle eher erfahrenen Premiere Pro CC-Nutzer und ich möchte euch heute meinen Workflow vorstellen, der hauptsächlich darauf basiert, dass ich mit zwei Timelines arbeite, weniger mit dem Quellfenster, und vielleicht kann der ein oder andere daraus auch was für sich mitnehmen in seinem Workflow. Also, ich habe mir bereits etwas Footage vorbereitet, wovon ich mich quasi bedienen möchte. Ich erstelle mir aus all dem Footage, was ich gerne benutzen möchte, eine neue Sequenz mittels Shortcut. Ich kann das natürlich auch hier über neues Objekt Sequenz tun. Dann erhöhe ich mir die Spurhöhe, damit ich das Anfangsbild des jeweiligen Clips sehe. Jetzt habe ich mir sozusagen die Rohschnittsequenz erstellt. Die werde ich auch mit Rohschnitt betiteln. Ich dupliziere mir diese Sequenz, nenne diese Sequenz Feinschnitt und lösche natürlich in dem Feinschnitt alles raus. Ich habe jetzt im Prinzip zwei Sequenzen vorliegen, einmal den Rohschnitt und den Feinschnitt. Diese Sequenzen wähle ich mittels Shortcut an, kann quasi immer schnell wechseln. Und das Footage im Rohschnitt ist noch relativ wenig. Normalerweise ist es natürlich viel mehr. Aber es geht darum, euch grundsätzlich zu zeigen, wie mein Workflow funktioniert. 95% der Menschen auf dieser Welt nutzen diese Zeitleiste, um zu navigieren und um dann abzuspielen. Ich tue das nicht. Es gibt in Premiere einen wunderschönen Shortcut. Der heißt Abspielknopf an. Cursor verschieben ist eine Möglichkeit, schneller zu arbeiten. Dies kann ich euch nur empfehlen, denn man braucht nicht immer auf die Zeitleiste zu drücken, sondern man kann mittels Shortcut den Abspielknopf direkt zum Cursor verschieben. Man kann, wenn man das gedrückt hält, natürlich auch drüber scrubben, und je nach Zoom-Stufe kann man feiner den Inpunkt bzw. den Outpunkt sich wählen. Nun, ich wähle mir meinen Inpunkt. Ich mache einen Schnitt an der gesamten Position mittels Shortcut. Ich scrabe rüber, nicht über die Zeitleiste, sondern mittels meinem Shortcut und wähle meinen Outpunkt. Mache einen Schnitt, wähle den Clip an, den ich rauskopieren möchte, schneide ihn aus, wechsle die Sequenz mittels Shortcut, füge den Schnitt ein, wechsle die Sequenz und gehe zum nächsten Clip, den ich beabsichtige hineinzuschneiden, und sage, hier ist mein Inpunkt und hier ist mein Outpunkt, schneide aus, wechsle die Sequenz, füge ein, wechsle die Sequenz, gehe zum nächsten Clip, wähle meinen Inpunkt hier, scrabe über meinen Clip, das wird mein Outpunkt sein. Ich markiere den Clip, schneide aus, wechsle, füge mein Footage ein und springe zum Anfangspunkt und schaue mir das Ganze an, auch ohne Ton. Wunderbar. Jetzt werden wir das Ganze etwas schneller machen. Ich gehe nach dem gleichen Prinzip vor. Ich wähle mir all mein Footage, welches ich quasi in meiner neuen Rohschnittsequenz benutzen möchte. Mache mir eine neue Sequenz mittels Shortcut. Benenne diese um in Rohschnitt. Ich dupliziere mir die Sequenz. Das wird mein neuer Feinschnitt sein. So. Ich erhöhe mir die Spurhöhe. Grundsätzlich ist es so, dass ich immer gerne mit der Abspielknopf folgt Cursor-Funktion navigiere, um dann hinein zu zoomen, näher hinein zu zoomen und dann je nach Einzoom-Stufe mir entsprechend In-Out-Punkte setzen zu können. Ich bringe wieder an Position 1, ich gehe einfach chronologisch vor.
viele Menschen. Mein Endpunkt wähle ich. Wähle mir meinen Outpunkt. Schneide mir das Ding aus. Wechsle die Sequenz, füge es ein. Wechsle die Sequenz und gehe zum nächsten Clip. Ich wähle mir meinen Endpunkt. Wechsle die Sequenz, füge ein, wechsle die Sequenz. Ich werde das Tempo jetzt ein bisschen erhöhen. Outpunkt wählen, ausschneiden, Sequenz wechseln, einfügen, Sequenz wechseln. Endpunkt wählen. Outpunkt wählen, ausschneiden, einfügen, Sequenz wechseln, auszoomen. Endpunkt wählen. Das Ganze funktioniert natürlich auch mittels In-Out-Punkt oder wie man es gewöhnt ist, In-Punkt setzen. Outpunkt setzen, rausnehmen, Sequenz wechseln, einfügen. Ich werde das Tempo jetzt mal erhöhen nochmal. Vielleicht nehme ich das, ja, ich nehme es einfach mal. Und da noch einmal. Das ist ein ganz schön, schöner Zwerg hier. Wunderbar, schöne Zwerge. Ja, in dem Fall habe ich den Outpunkt etwas zu weit gesetzt. Entweder gehe ich hin, setze einen neuen Schnitt, oder ich wähle, weil ich einen Shortcut habe, das Rollentool. Setze mir den bereits gesetzten Schnitt an die gewünschte Position, wo mein neuer Outpunkt ist. Wähle mir den Clip, schneide ihn aus und füge ihn ein. Genau, so machen wir uns noch ein Schlussbild, einen wunderschönen Grashalm. Zack. Ja, das wird unser Schlussbild. Fantastischer Grashalm. Setze mir den an den Schluss. So, noch ein bisschen Musik rein. Ich mute mir mal die Originalatmo. So, das ist mir direkt schon etwas zu langweilig. Ich sperre mir die Spur und in Premiere gibt es eine schöne Funktion. Ripple Delete nennt sich das. Shortcut, der quasi dazu führt, dass dieses Ende oder der Anfang zum Playhead verkürzt wird. Wenn ich diese Taste drücke, passiert Folgendes.
Ich habe euch jetzt einen kurzen Überblick darüber gegeben, warum es für mich Sinn macht, mit zwei Timelines zu arbeiten. Die Vorteile liegen für mich auf der Hand. Man sieht anhand der Thumbnails immer direkt, was Sache ist, insofern man einen Schnitt setzt. Und es ist ein bisschen was von Puzzeln. Man hat die Timeline immer direkt im Blick und dadurch, dass ich immer rein und raus zoome, arbeite ich immer zentriert. Also wenn ich einmal reinzoome, einmal rauszoome, ist mein Playhead quasi immer in der Mitte. Und ich kann euch eigentlich nur ans Herz legen, arbeitet mit Shortcuts. Sie machen euch schnell und wählt sie so in der Weise, dass ihr im Endeffekt gut damit zurechtkommt und einfach schnell zu dem gewünschten Ergebnis kommt, sodass ihr euer kreatives Projekt, euren Film, was auch immer, umsetzen könnt.